was essen. Also, ich ist ja, wenn ich Hunger habe, ne? Oder weil sich gerade ganz einfach einmal die Gelegenheit ergibt, dass man was isst, weil es halt gerade da steht. Oder weil du dann vielleicht Sport machst und dir denkst, jetzt muss ich noch was essen. Ist ja wurscht, ich habe keinen Hunger, aber vielleicht später hätte ich dann an und mit leerem Magen mache ich das jetzt nicht. Kann ja alles sein. Ja, das genau, das stimmt. Oder wenn da einfach wer was herstellt. Deswegen isst man ja immer, wenn da wer was herstellt. Genau. Wenn du sagst, na danke, ich mag halt nichts mehr. Aber ach doch, es eins. Ist da und es gehört gegessen. Ein also, Spelzerl. Wichtig wäre, dass wir eigentlich nur nach Bauchgefühl essen. Also intuitiv, nicht wenn jetzt die Laune oder der Kopf oder irgendwer anderer meint, dass jetzt gerade Essenszeit wäre. Mit intuitivem Essen ist gemeint, wirklich in einen selbst hineinhören, was braucht der Körper denn tatsächlich. Vielleicht kann es Edina Geisiger noch eine Spur besser erklären. Die intuitive Ernährung ist keine revolutionäre Abnehmidee. Wir müssen sie eigentlich nur wiederentdecken, sagt Michaela Hildegard-Hauser, Expertin für intuitives Essen. Intuitives Essen, das bedeutet, mit dem eigenen Körper zu sprechen, die Bedürfnisse wahrzunehmen, denen auch nachzugehen. Ich sage immer so, mit der inneren Ernährungsexpertin sich zu verknüpfen und mit dem Körper zu arbeiten, statt gegen ihn zu arbeiten. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist der Genuss, der ja nicht zu kurz kommen darf. Intuitives Essen, also Essen nach Bauchgefühl, bedeutet aber nicht, jedem Gusto nach süßen oder sauren, kalorienreichen Snacks nachzugeben. Denn wenn unser Körper nach so etwas verlangt, wird er meist von Emotionen gesteuert. Wenn man jetzt sagt, ja, mein Körper hat aber ständig irgendwie Lust auf Chips und Schokolade, dann darf man da ganz gut in sich hineinspüren und sich fragen, geht es jetzt wirklich um die Chips oder um die Schokolade oder geht es darum, dass ich vielleicht gerade irgendein Gefühl habe, mit dem ich nicht gut umgehen kann. Also ein Stück Schokolade aus purem Genuss zu essen, ist überhaupt kein Problem. Ein Stück Schokolade oder vielleicht sogar Tafelschokolade zu essen, weil ich gestresst oder genervt bin oder einsam oder traurig bin, ist ein ganz anderes Thema. Also da sind wir dann ganz klar beim emotionalen Essen. Und das kann man lernen, das zu unterscheiden und damit umzugehen. Wenn man beim Essen längere Zeit nach dem Bauchgefühl geht, dann wird man merken, dass der Körper ganz von selbst nach nährstoffreichen, natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln verlangt. Und allen, die sagen, das ist mir zu kompliziert, denen gibt die Ernährungsexpertin für intuitives Essen, Michaela Hildegard-Hauser, noch Folgendes mit auf den Weg. Das intuitive Essen oder achtsame Essen, wie ich ja oft sage, ist in uns angelegt. Insofern kann ich diese Frage sehr kurz und knackig beantworten. Ja, es kann jeder lernen, definitiv. First off, I can't keep a promise. Count on it all. Add on.